Herzlich willkommen, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserer neuen Folge Uffruppe. Ich verrate noch nicht, um was es geht. Ich habe mir nämlich einen kleinen Witz ausgedacht, der einen Hinweis auf das auszupackende Spiel enthält. Der geht wie folgt. Der ist so dumm. Wie heißt ein intergalaktischer Schmuggler, der mal ganz dringend aufs Klo muss? Han Solo. Versteht ihr? Han. Okay, nee, aber das, was wir jetzt auspacken, das ist wesentlich besser als dieser Witz. Das werde ich hier mit Hilfe von meinem hochfahrbaren Tisch zeigen. Lukas, schwenk mal rüber. Ich mache auch eine kleine Musikuntermalung dazu. Cool. Natürlich ist der Tisch jetzt viel zu hoch, deswegen fahre ich ihn jetzt erstmal wieder runter. Oder nein, ich stehe auf. Noch besser. So, es ist immer noch zu hoch. Ein bisschen runter. Ist auch zu geil mit dem Tisch. So. Also, das neue Star Wars Spiel, Kinect Star Wars, das gibt's zusammen mit einer extra dafür hergestellten Xbox. Die habe ich besorgt und werde sie für euch jetzt aufruppen. Muss ich jetzt erstmal schauen. Am besten gucken wir uns nochmal die ganze Kiste an. Hier vorne den Kelnjer, den goldenen Mann. Ist der Eiserne von Marvel. Nee, das ist C3PO. Und hier neben, auch mit seinem kleinen Roboterfreund, R2D2. Hammer. Da drin ist nämlich die Xbox. Die sieht aus wie R2D2. Und natürlich, ach, da ist so viel drin. Ich mache es jetzt einfach mal auf, bevor ich hier noch tot laber. Da kommt mein Onkel Jo Taschenmesser zum Einsatz. Schnibbeli schnipp. Habe ich das Siegel erbrochen? Siegel. Okay. Mal schauen, wie es am leichtesten aufgeht. Die haben ja immer so komische Faltkartons. Oh, ist ganz einfach. Tada! Schon ist offen. Und als erstes begrüßt mich hier ein Heftchen oder sowas. Schauen wir gerade mal rein. Ich will es ja nicht zerstören. Eine Hurtig-Installationsguide. Naja, eine Kurzanleitung zum Einrichten. Wie baue ich Kinect auf? Wie viel Platz brauche ich dafür? Und so weiter und so fort. Können wir im Notfall noch machen. Fernseher steht ja hinter uns. Außerdem gibt es noch ein Poster. Ja, super. Poster, da stehen wir ja alle drauf. Besonders, wenn diese erotischen Superhelden auf dem Poster zu sehen sind. Geil! Das kommt sofort in die Autowerkstatt. Aber jetzt geht's zur Konsole. Und das ist wirklich ein Schmuckstück. Kostet bloß 400 Tacken. Kann sich ja jeder mal leisten. Es sind ja auch Spiele dabei. Und Kinect. Und Star Wars. Ich meine, der George Lucas, der muss ja auch von irgendwas leben, ne? Hat ja kein Geld, der arme Mann. Ausgebeutet von der Filmindustrie. Und da ist sie. Das ist doch mal fett, oder? Die sieht wirklich aus wie R2-D2. Ein bisschen anders geformt, aber so sieht sie von vorne aus. Ja. So von der Seite. So von hinten. Und von der Seite. Steht noch Star Wars dran, kann ja nichts mehr schief gehen. Könnt ihr natürlich auch hinlegen. Man hat ein bisschen breiteres Maul, der R2-D2. Aber da schauen wir dann gleich nochmal. Die macht nämlich auch Geräusche, habe ich mir so sagen lassen. Das probieren wir natürlich noch aus. So, sonst noch dabei, Kinect Star Wars und Kinect Adventures. Das interessiert uns heute weniger. Ist ja schon ein bisschen älter, kennt ihr vielleicht. Aber Kinect Star Wars ist ganz neu. Deswegen, wie das heute flutscht, packe ich es aus, zack, auf den Boden. So, was haben wir denn hier drin? Na, willst du es wissen? Natürlich einen Downloadcode. Der steht hinten drauf. Den zeige ich euch heute nicht.
und eine unglaublich hübsche Anleitung in vielen schönen Grautönen. Ja, super. Da habe ich mich schon drauf gefreut. Und das Spiel als Bundle-Kopie, nur mit weißem Bedruck. Dafür gibt es auch gleich zwei DVDs. Da ist nämlich noch eine Demo-Disc dabei. Weiß ich jetzt auch nicht, was da drauf ist, ist aber bestimmt super. Weil Kinect Star Wars ist ja bestimmt auch ganz toll. Ich habe es noch nicht gespielt, aber ich habe diese tanzenden Stormtroopers gesehen. Ihr wisst schon. Super. Und da hat auch einer mitproduziert, der Jörg Neumann, den kenne ich noch von früher. Der hat schon Freelancer gemacht, der kennt sich aus. Also, da sind Experten am Werk. Ganz so schlimm kann es nicht sein. Aber jetzt, wir wollen ja Hardware. Und die gibt es hier mit Steckern, Anschlusskabel. Die schlechtesten Anschlusskabel liegen immer dabei. Das HDMI-Kabel müssen wir uns noch kaufen. Toll, Dankeschön. Microsoft, bei 400 Euro. Kommt es aber auf die 10 Euro auch nicht mehr an, glaube ich. So, hier haben wir den Kinect-Sensor mit einem Kabel, das so hinten drin ist. Ich glaube, ich fahre mal ein bisschen runter. Kann ich ja hier, damit du besser filmen kannst. So, weiter nicht, sonst wird es zu tief für mich. Denn ich will ja noch hier den ultimativen weißen Kinect-Sensor für Star Wars zeigen. Da drin ist er eingepackt. Ich sehe schon, das ist so ein Ding, das kann ich nie wieder einpacken. Zusammenpacken, falls ich mal wegräumen will. Aber wer will das schon wegräumen? Das ist ja auch eine 320 GB Festplatte. Ich komme mir echt gerade vor wie in so einem Werbesender. Ein bisschen Werbung muss dafür schon sein, weil es ist ja auch echt cool. Oder ist das nicht cool? Hallo, ich bin's, Jordi LaForge. So, aber hier, schau mal, das ist der normale, ich komme jetzt nicht näher ran, und das ist der weiße. Also, kann ich mir schon vorstellen, dass der weiße auch ein bisschen besser zu so mancher Hauseinrichtung passt. Aber was hier noch drin ist, ist ein ganz limitierter, super duper Controller. Oh, und ich glaube, ich krieg das wirklich nie wieder zusammen. Oh, da kommt er rausgefallen wie ein Osterei. Langsam wird es hier drin auch heiß. Die Lampen tun ihr Übriges. Wir haben hier Beleuchtung aufgestellt. Zeig doch mal, was wir für geile Beleuchtung hier aufstellen. Und in der Zwischenzeit habe ich schon den C3PO Gold Controller ausgepackt. Der ist aus massivem Gold, also mit den 400 Euro. Das ist eine Wertanlage. Da könnt ihr gar nichts falsch machen. Aber was ich ja noch unbedingt ausprobieren will, mir wurde gesagt, diese Xbox gibt besondere Geräusche von sich. Nämlich, wenn man so runterwirft. Aber auch noch anderen Kram. Und dafür brauche ich aber mal das Netzteil. Das Netzteil, jetzt kommt der langweilige Kram. Ja, ich weiß schon, dass das Netzteil ist. Ich bin ja nicht doof. Ey. Oh Mann, also das Zeug hier, das kann man einfach nur kaputt reißen. So, also ich hoffe jetzt nicht, dass wir auch den Fernseher anschließen müssen. Weil sonst wird es ein bisschen, müssen wir eine Pause machen. So. Der kommt hier hinten rein. Ja, manche von euch kennen das schon. Schön, so dass nichts mehr wackelt. Das ist das Netzstück. Und hier hinten habe ich noch eine Steckdose. Ui, da habe ich jetzt nicht ganz so weit gedacht. Jetzt wird es dunkel. Aber das passt jetzt zu Star Wars. Hoffe ich. So, ziehe ich mal das Licht raus. Es wird gar nicht dunkel.
Ich habe weiter gedacht, als ich eben jetzt mitgedacht habe. Naja, optimal. Okay, jetzt nochmal hier den Sicherheitssticker entfernen. So, kleben wir mal auf die Seite. Ihr wisst ja, immer alles schön aufheben. Und jetzt mal leise. Denn wenn man sie anmacht, gibt es bestimmt einen besonderen Sound. Na, die redet mit uns. Ist das nicht herzallerliebst? Tja, also, wie geht das nochmal? Hammer, oder? Hammer. Ich weiß jetzt zwar nicht, was sie gesagt hat. Ich beherrsche diese Sprache noch nicht. Ich bin ja nicht C3PO. Aber ich weiß, dass er noch was sagen kann. Das ist wunderbar. Nochmal zu. Sagt er das Gleiche. Was irgendwie oft mal drücken muss, bis er kaputt ist. Naja, ich will es jetzt nicht ausreizen, aber das ist doch mal geil, oder? Hört man das gut? Komm mal nochmal näher, komm, das machen wir nochmal ganz nah. Ja du kleiner R2D2. Was willst du mir denn sagen? Hast du Hunger? Willst du ein Spiel? Willst du Kinect Star Wars? So. Und theoretisch, wenn man jetzt auf Ausdruck, müsste er ja No rufen. Wie Darth Vader, ihr wisst schon. Ne, ihr kennt ja gar nicht Star Wars, ne? Ah, ich kenne das aber. So, ich drück mal. Ja, over and out. Das war's. Aufruppe, heute mal hier in unserem Konferenzsaal, will ich es mal nennen. Hat ja super geklappt. Geile Box und ihr wisst Bescheid. Hier draufklicken, abonnieren, nicht vergessen. Dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder bei der 50. Folge von Aufruppe. Bis dann!